So, wir sollten jetzt eigentlich so ziemlich live sein. Natürlich brauchen wir ein Bild. Und da sind wir. Und natürlich schreiben wir auch, falls jemand reinkommen sollte. Willkommen. So, funktioniert das auch? Wunderbar. Wunderbar. Ich bin momentan in Guild Wars 2, natürlich, wie man sehen kann. Und zwar auf einem Overflow leider, also auf einem Überfluss. Und ich wollte halt auch hier ein bisschen das ganze testen, das Streaming. Musik wurde euch zur Verfügung gestellt von Rackstar Beats, wie man auch lesen kann, in der schwarzen Box. Und ja, ist wirklich eigentlich ein, hat wie auch sehen können, natürlich einen YouTube-Kanal und macht eigentlich richtig nice Beats, könnte man sagen. Wobei ich sage meistens einfach nur Musik. Und ja, die will ich heute Abend einfach mir anhören und vor allem nutzen für den Stream. Vielleicht auch für zukünftige Streams. Ich hoffe, dass alle Audio-Levels einigermaßen passen, also dass die Musik nicht allzu laut ist, dass ich laut genug bin. Und In-Game-Sounds hört man auch ganz leise wahrscheinlich dann dazwischen oder laut. Ich weiß es auch nicht. Ich habe ein bisschen einen Soundtest gemacht, aber natürlich ist es dann anders, wenn man dann aktuell und momentan streamt. Außerdem für mich interessant wäre dann, wie es halt dann ausschauen wird mit der Qualität. Ich muss halt ein bisschen geringer streamen, weil ich gemerkt habe, dass Leute mit einer schlechten Leitung nicht wirklich meine Sachen sehen können. Zumindest war das vor einem Jahr noch so, weil ich habe damals eigentlich schon ein paar Versuche gemacht mit Streaming. Ich glaube, das war vor einem Jahr oder waren es sogar vor 2 Jahren. Also ungefähr so 1,5 Jahren. Was ich heute Abend eigentlich für euch geplant habe, ist erstens, dass ich das Ganze teste. Mal schauen, ob überhaupt jemand zusehen wird. Das wird auch interessant sein für mich. Und dann natürlich, ja, dass ich ein paar Sachen erledige in Guild Wars 2 und ihr quasi live dabei sein könnt. Oder es dann hoffentlich auf meinem zweiten Kanal sehen könnt. Da muss ich auch gucken, wie ich das dann in die Wege leiten werde. Es sollte sich eigentlich nicht wirklich viel geändert haben in den letzten Jahren. Hoffe ich zumindest. Ja, sonst die Pläne in Guild Wars 2 selber sind halt hier mal Tequatl auf dem Überfluss angehen. Wieso nicht? Weil auf Flussufer liegt er eigentlich immer. Nur damit man nicht auf den Überfluss kommt, muss man zumindest zu den Hauptzeiten. Und da meine ich ab 16 Uhr sogar, also eigentlich sogar 15 Uhr, muss man halt wirklich über eine Stunde früher da sein, sonst ist man auf dem blöden Overflow. Ja. Und hier scheint es nicht immer gut zu klappen. Ich habe es einmal vor kurzem wieder versucht, auf dem Overflow Tequatl zu killen. Lief okay dafür, dass es ein Overflow war. Lief wirklich okay. Die Musik ist wirklich gut. Aber gut. Wir hätten hier dann auch die Chance, weil wir haben noch ein paar Minuten, dass wir uns verkleiden und ein bisschen Spaß haben. Und zwar Kostümrauferei. Ja, sonst, nachdem ich dann Tequatl gemacht habe, denke ich mal, dass ich die ein oder andere Instanz vielleicht mal machen werde. Und nachdem ich das gemacht habe, werde ich dann mal schauen, was ich sonst noch auf dem Speiseplan habe. Denn was halt wichtig ist, ist, dass ich an ungefähr 7 Gold in der Zeit komme, damit ich noch ein bisschen Seide kaufen kann. Und dass wir dann natürlich hier wieder ein bisschen was in Richtung Rüstung machen. Deswegen auch die Instanz, also an aufgestiegener Rüstung natürlich. Ja, das sind eigentlich wirklich die Abendpläne. Also ich glaube, und natürlich die Daily, ja, natürlich. Ich glaube nicht, dass ich länger als 3 Stunden dafür brauchen werde. Was ich noch gerne machen würde, aber ich weiß nicht, wie ich das alles zeitlich irgendwie reinkriegen werde und ob ich das machen sollte, wäre, dass ich... Ah, da ist ja jemand. Da ist Goyanza im Chat. Ich muss mir auch angewöhnen, nach links zu gucken, wo der Chat halt für mich ist. Und was ich auch gerne machen würde, ich würde halt gerne hier Castlevania Lords of Shadows mal durchspielen. Auf dem zweiten Kanal habe ich es ein bisschen angefangen, aber ich denke mir, ich könnte es vielleicht so in einem Stück oder mehrere Stücke, ich weiß nicht, wie lange das Spiel ist, es vielleicht einfach streamen. Und so, dass ich mich vorbereite auf Castlevania Lords of Shadows 2, weil das kommt, glaube ich, nächste Woche raus oder so. Ja, also einiges zu tun. Außerdem will ich noch ein neues Wii U-Spiel dann, wenn es am Freitag ankommen sollte, bei mir auch streamen. Da werden wir schauen, ob es wirklich am Freitag kommt. Deswegen werde ich euch noch nicht verraten, was es denn sein wird. Ich meine, ihr könnt raten. Bis Freitag. Oder Montag. Je nachdem, wann es ankommt.
Aber ich habe auch die Demo gespielt von Lords of Shadows 2 und das würde ich halt gerne vielleicht dann normal auf meinen Kanal hochladen und dann, wenn wirklich Interesse bestehen würde, es vielleicht auf meinen zweiten Kanal hochladen, in der normalen Serie oder auf meinem ersten Kanal. Ich habe gesehen, Leute, die laden so viele Videos an einem Tag hoch und rein theoretisch könnte ich das vielleicht auch machen. Aber sie wären nicht in so einer krassen Qualität und so viel Aufwand, wie zum Beispiel das heutige Monster Hunter Video, das ich hochgeladen habe. Mensch. Aber ja, wir haben ja Skoyanza hier, der eigentlich das Ganze auch hoffentlich hören sollte. Ich wäre sehr dankbar über Feedback, wie es sich denn alles anhört, ob die Audio-Levels okay sind, das heißt, ob man mich eh über die Musik hört, ob die Musik eh nicht lästig ist, weil ich finde die Musik cool. Und wie auch das Bild ist, ob es Lags gibt oder nicht. Ah, und wir haben ja auch noch jemanden hier. Also ich hätte nicht gedacht, dass TK 911 es so früh schaffen wird. Weil ich dachte, da wären zeitliche Probleme vielleicht. Aber... Oh, da ist der Dicke. Hilfe. Da ist ein Tick Quartel und ich habe mich nicht umgezogen. Na, naja. Eine schöne Welle. Also der Quartel ist eigentlich ziemlich leicht. Nur ich habe halt zumindest eine Fähigkeit nicht drin, die praktisch wäre, und zwar die Kampfstandarte, soll das auf Deutsch heißen, damit ich Leute vielleicht hier und da mal hochholen könnte. Wobei der Cooldown, der ist so lang, das ist... Ach, Gift. Machen wir uns kurz mal ein bisschen immun. Und vielleicht einen kleinen Finger hier kaputt machen, solange das Gift da vorne ist. Ja. So mache ich es meistens. Ich versuche irgendwie nicht im Gift zu stehen, Leute hochzuholen und vielleicht hier und da mal der Fingergruppe auszuhelfen. Wenn ich halt nicht wirklich dran stehen kann an dem Dicken. Und wieder eine Rolle. So. Also alle, die jetzt reingekommen sind, überraschenderweise doch mehr, als ich erwartet hätte. Einen schönen guten Abend. Und ich hoffe, ihr habt genug Spaß heute. Ich werde versuchen, das einigermaßen unterhaltsam zu gestalten, aber im Endeffekt wird es irgendwie eh nur Farming sein in Guild Wars 2. Aber sobald ich die Quartel besiegt habe und ihr eh in Guild Wars 2 online seid, dann könnt ihr gerne dazustoßen. Also ich würde gerne, was würde ich eigentlich gerne machen? Flammenzitadelle auf jeden Fall, weil das ist richtig easy. Und dann wäre es nicht schlecht, wenn ich vielleicht dann noch, zu nah am Fuß. Wenn ich dann vielleicht nur so... Was wäre da? Zierde der Wogen, Weg 1. Ja, können wir machen. Und dann könnten wir natürlich auch vielleicht Askalon machen. Ja, das ist das Übliche. Oh. So viel grünes Zeugs. Hilfe. Ich werde hier hin und her geworfen wie ein Flummi. Oh, nein. Das passiert mir andauernd. Ich will jemanden hochholen und dann stehe ich selber im Gift. Weil das passiert irgendwie. Ich habe auch persönlich, finde ich, dass man wirklich am häufigsten stirbt in Guild Wars 2, wenn man Gruppenmitglieder hochholen will. Und das ist dann nicht so prickelnd. Aber ja, nochmals, wie gesagt vorhin, ich wäre dankbar über jegliches Feedback zur Qualität des Streams. Ach nein, da liegt jemand einfach nur rum. Da liegt wirklich jemand nur rum. Das ist wirklich ätzend, also Leute. Nein, 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 nein. Leute sollten, wenn sie sterben, wirklich laufen. Denn man sieht einfach jemanden am Boden, denkt sich, okay, man will ihn hochholen. Und was hat man dann für ein Problem? Dass der Kerl halt ewig braucht, um gerettet zu werden. Und dadurch verliert man nicht nur Zeit, sondern vor allem. Versucht mal jemanden hochzuholen, der nicht wirklich so leicht und so schnell hochkommt. Das heißt, man verliert DPS, man verliert teilweise auch HP, wenn er ein bisschen blöd steht und man einfach jemanden schnell hochholen will. Und so weiter. So. Ah, nicht schon wieder ganz vorne. Ah, die Wellen sind wirklich ziemlich leicht, wenn man sie ausweichen, also ihn ausweichen will. Das ist eigentlich keine Hexerei. Nur die an den Katapulten sollten zusehen, dass sie viel, viel schneller hier die ganzen Giftfelder wegmachen. Das wäre auf jeden Fall gut. Und das Fingerteam natürlich, dass es sich wirklich konzentriert auf die Finger von De Quartel. Das sind diese komischen, ja, wie kann man sie beschreiben? Als Pappkugeln
peitschenähnliche Knochen, Dinger, eigentlich Finger, die aus dem Boden kommen, also ihr seht sie hier. Und die werfen halt das Gift. Die werfen das böse, böse Gift. So. Ich habe auch einen blöden Reflex, muss ich sagen. Also, ich zünde meistens immer die Immunität gemeinsam mit einer Heilung. Beziehungsweise, ich könnte mich auch heilen, ohne Immunität zu zünden, aber ich zünde dann doch die Immunität. Weil, wie gesagt, Panikreaktion. Endure Pain. So. Mal schauen, sobald wir in Phase 2 wären, dann könnte ich vielleicht auch wieder die Fähigkeiten wechseln. Oh nein, wir haben eine Knochenwand. Okay, das sieht nicht so gut aus. Man kann sie kaputt machen. Aber die Leute im Chat, im Chat, die rasten halt total aus. Ich könnte das jetzt nicht lesen, aber die scheinen sich da ein bisschen an. Meinen, die Leute sollen die gottverfluchte Zweier-Taste drücken. Also die Leute an den Katapulten. Und ja, dann sollte das nicht passieren, denn der Boss, der hat halt Stacks. Und wenn diese Stacks ganz nach oben gehen, hier haben wir es, an Scales, dann beschwert er halt diese Wand. Außerdem kriegt er auch während der Dauer dieser Stacks auch weniger Schaden. Und das wollen wir nicht, das mögen wir nicht. So. Also wir brauchen doch noch ein ordentliches Stückchen. Ah, man sieht es momentan nicht wegen den Dailies. So. Das ist der Fortschritt. Na, da liegt jemand noch rum. Also ich werde mich häufiger auch räuspern müssen und wahrscheinlich hier und da mal was trinken. Das heißt, ihr werdet das hören. Normalerweise würdet ihr es halt nicht hören bei normalen Videos, aber bei Live-Videos ist es halt der Fall und ich kann nichts dagegen tun. Es ist einfach so. So. Also nochmals für die, die eingeschaltet sind oder wieder da sind oder wie auch immer. Die Aufnahmen, falls ihr mal in Zukunft so ein Ereignis verpassen solltet, was ich eher versuchen werde zu vermeiden, die Aufnahmen, die werden halt auf meinem zweiten Kanal dann landen. So schnell wie möglich. Gewitter, dann. Jemand, der länger rumliegt. Das seht ihr auch an den Zahlen, die es halt gibt. Weil normalerweise, wenn jemand frisch runtergefallen ist, oder nicht runtergefallen ist, sondern umgefallen ist, dann solltet ihr ihn meistens für über 1000 heilen mit einem Tick. Zumindest auf der Stufe, auf der wir momentan sind. Hinterbein. Und wenn sie halt wirklich am Boden liegen und eigentlich tot sind, dann ist diese Zahl halt viel, viel höher. Nicht höher, sondern geringer. Also meistens dann so ein Fünftel. Ja, könnte man sagen. Da sind viele am Boden. In dieser Giftwolke. Ach, frisch gestorben. Ich versuche eher den Leuten zu helfen, die wirklich dringend Hilfe brauchen. Oh. Na, die Welle jetzt. Haben wir da auch ein bisschen Spanisch im Chat? Ja. Ich kann kein Spanisch, von daher kann ich euch das nicht vorlesen. Es wird sich nur seltsam anhören. Ja, gefiert. Ach. Ätzend. Also der Fortschritt momentan sieht naja aus, würde ich sagen. Ich meine, wir haben 7 Minuten, bisschen mehr und sind noch nicht ganz in die erste, zweite Phase gekommen. Das wird sich hoffentlich noch ändern. Aber wer weiß. Eine Welle und viele Giftfelder. Teilweise fragt man sich halt als Nahkämpfer, was die an den Katapulten oder Türmchen oder wie auch immer man sie nennen will, machen. Okay, da ist jemand auch nicht frisch umgefallen. Mensch. Manchmal hat man auch recht viele AFK-Spieler und auch noch recht viele Leecher. Wobei beides sich nicht wirklich ausschließt, aber sie teilweise auch Hand in Hand gehen. Aha, was hat mich da umgehauen? Seht ihr? 1000 zum Beispiel. Das heißt, der ist frisch umgefallen. Oh, die fällt vorne. Nein, ich meine hinter mir, aber nach vorne rollen. Na, toll. Ist grün zu grün, das Giftfeld.
Anscheinend stehe ich da außerhalb noch, ja. Das finde ich auch interessant manchmal, dass einige Leute rumgeworfen werden und andere nicht. So, wir sind umgefallen, das heißt, wir sollen nach Brulun. Oder wie das Ding auch immer heißt. Ich mag den Namen nicht so. Wirklich Brulunu. Und von da schwimmen wir dann einfach wieder hin. Meistens, falls das relativ früh passiert, sollte man es noch schaffen, quasi zur zweiten Phase reinzukommen und direkt halt richtig stehen, um nicht das Licht anzusehen, sondern hier die Batterie dann zu verteidigen. Wir sind eigentlich auch außerhalb des Kampfes, das heißt... Ah nein, unter Wasser bringt es ja nichts. Ich wollte schon sagen, wir sind außerhalb des Kampfes, also könnten wir hier ein bisschen was wechseln. Aber das sollten wir machen, wenn wir am Land sind. So, genau. Weil die Standarte, die ist einfach viel, viel praktischer, obwohl der Cooldown viel zu lang ist. Aber das wird halt meistens auch gemacht, wegen PvP wahrscheinlich, Balance. Weil der Cooldown ist 240 Sekunden lang. Davon bin ich nicht so ein Fan von. Die Gruppen hier schauen einigermaßen okay aus. Fernkampfgruppe ist ein bisschen klein. Aber auch okay. Und dann können wir mal schauen. Ich glaube, das sind alles AFKler. Von daher Standard... Ah, jetzt... Oder? Mal schauen. Ja, war verschwendet. Bei so vielen Leuten, die einfach rumliegen, kann man es halt nicht wissen. Okay, der kriegt viel zu viel Schaden rein. Das kann ich nicht in dem Fenster der Immunität machen. Leider. Liegt auch schon eine Zeit lang rum. Ja, kann man hochholen. Und bewegt sich ganz langsam, das ist gut. Ah, Strudel sind da, das heißt, wir sollten eigentlich jetzt dann auch Phasenwechsel haben. Yep. Ich laufe meistens eigentlich wirklich halt nach Osten. Sehen wir einfach mein Lieblingsplätzchen. Wir sehen die Kommandeure, die teilen sich halt recht gut auf. Ja, einigermaßen. Und ja, je nachdem, was für eine Gruppe man erwischt, kann es sein, dass wirklich der Osten eher schmal bevölkert ist oder schmal besetzt ist. Und sonst kann es halt auch sein, dass es eher anders ist. Dass der Westen bzw. der Norden eigentlich recht wenig Leute da hat. Ich sollte mich ein bisschen lauter machen. Moment, da können wir schauen. Also was ich machen kann, ich kann halt den ganzen Spielsound und üblichen Sound leiser machen. Das habe ich jetzt mal gemacht. Ich weiß nicht, was mit fünfter Anlauf jetzt gemeint war, aber ja, ist jetzt irgendwie besser geworden. Achso, Twitch lässt nicht schreiben, das ist seltsam. Das ist seltsam. Weil ich weiß nicht, wieso es nicht gehen soll. Hast du zu viel geschrieben oder in einem anderen Stream, da habe ich nicht aufgepasst, auf was geschrieben? Es könnten Gründe sein vielleicht, aber ja, seltsame Gründe auf jeden Fall. Ah, können wir noch aufstehen? Schaffen wir es noch hoch? Auf jeden Fall habe ich einen Teil der Daily jetzt abgeschlossen. Das ist immer gut. Da liegt jemand schon länger. Das macht keinen Sinn dann. Wie viel Zeit haben wir noch? Oh, 17 Sekunden. Boah, die Batterie, die sieht echt schlimm aus. Da sollten wir vielleicht noch ein bisschen warten und nicht alle auf einmal weggehen. Weil die Leute, die... ich sollte auf meine HP achten. Die Leute, die lassen hier die... Lassen Sie. Die Mobs zu weit nach vorne. Ist auch ein Problem. 4 Minuten. Naja, beweisen wir wenigstens Sportsgeist und nutzen hier Feuerelementar. 30 Minuten Cooldown. Das sind immer noch Giftfelder. Oh mein Gott. Also wir haben hier einen ziemlich... ja, toten Zerg.
Wobei es geht einigermaßen noch. Aber wir konnten die Damage-Phase gar nicht ausnutzen, weil die Batterien, die waren doch recht unbemannt. Und Wirbel. Und dann natürlich Gift überall, weil, ja, entweder keine Fingerteams da geblieben sind, um aufzuräumen, oder weil einfach das Gift nicht weggemacht wurde. Zu viel Gift hier. Normalerweise dürfte das nicht der Fall sein. Wir hatten auch eine Wand umgehabt, eine Knochenwand. Ja, also diese Damage-Phase, die war total vergeudet. Ach so, Twitch backt da so rum, deswegen. Aber jetzt ist nur die Frage, ob der Sound jetzt halt besser passt. Ich glaube, das Nein, das war eher an das mit Twitch gerichtet. Denke ich. Weiß nicht. Ich glaube, die meisten Leute sind auch weg. Kann das sein? Nein, mal. Es kommt davon, wenn man einfach so über das Meer blicken will. Aber ja, wie hier auch geschrieben wird im Chat, das Ganze ist eigentlich vorüber, könnte man sagen. Weil da wird sonst, glaube ich, nichts mehr laufen. Also wir werden jetzt wahrscheinlich nicht in 2 Minuten ihn auf einmal runterrocken. Bei speziellen Gruppen wäre das möglich, weil dass man zum Beispiel so 5 oder sagen wir mal 3 bis 5 Minuten Restzeit hat bei einem Kill, das ist eigentlich Standard. Aber ja, hier sieht es einfach nicht gut aus. Ich denke mal, wenn ihr das auch später dann sehen solltet, also dreh dich, nicht live, dann werdet ihr auch merken, dass da um einiges weniger Leute jetzt auf einmal hier sind. Hopp, und die Wand ist wieder oben. Oh ja, 1 Minute noch. Das heißt, ich werde dann wahrscheinlich einen Beutel einsacken können. Ja, wahrscheinlich. Wobei 50% ist recht nahe. Aber wir haben die Knochenwand hier. Ah. Ha. Naja, was halt ein Problem ist bei mir, ist einfach, dass mein Mikrofon halt sehr viel Power braucht und ich habe sowieso ein bisschen leise machen müssen, weil bei normalen Aufnahmen wird es sonst übersteuern und das wäre nicht gut. Und früher war mein Mikrofon eigentlich noch leiser, weil ich hatte nicht 2 Kabel, sondern 1 Kabel für das Mikro. Ich weiß sonst auch nicht, wie ich es halt großartig lauter machen kann. Ich kann halt sonst nur den Sound, den restlichen Sound leise machen. Aber das Mikrofon sollte ich eigentlich nicht lauter kriegen können. Über das Programm. Oder allgemein. Ohne dass es irgendwie Qualitätseinbußen gibt oder wie auch immer. Ach, naja, der Overflow ist aber weg. Aber ich will hier bleiben. Also eine Truhe haben wir. Eine Truhe. Oh, oh, oh. Oder ich muss versuchen, irgendwie noch lauter zu reden. Das wäre auch eine Möglichkeit. Nur mein Problem ist, wenn ich anfange laut zu reden, ich vergesse drauf und werde dann wieder leiser. Und ja, das ist mein größtes Problem. Das laut reden. Glaube ich. Also mit was benutzt du denn, meinst du, was für ein Mikro? Weil das Mikrofon ist halt ein Großmembran-Mikrofon von Rode. Das NTA1 oder umgekehrt, ich hab's nicht mehr im Kopf. Ich habe das Ding vor 2, 3 Jahren gekauft, von daher. Es steht auf meiner Seite, auf meinem Blog. Okay, dann schreie ich alle an. Gut, da sind zu viele. Na gut, schauen wir kurz mal in die Gilde, wer so alles online ist. Sagen wir einfach mal Hallo und fragen dann, ob Interesse besteht nach Instanzen. Ja, weil wie gesagt, also Feuerzitadelle oder Flammzitadelle eigentlich. Wow, das war schon. Weg 1 würde ich auf jeden Fall machen wollen.
Weil das ist super easy, super schnell. Und dann bin ich eigentlich recht flexibel. Es wäre halt cool, wenn ich vielleicht bei dieser bei dieser Gelegenheit. Wieso falle ich. Oder sind die Fischköpfe auch unsichtbar momentan? Ja. Ich würde halt gern ein bisschen einen Fortschritt machen in Sachen aufgestiegene Fragmente. Irgendwann müsste ich dann auch mehr Open-World-Evente farmen. Ja, ja, die sind einfach viel zu stark, die Dinger. Gut, die können wir dann auslassen, dann kann ich direkt zur Flammenzitadelle gehen. Dann müsste ich halt ein bisschen Open-World machen oder in der Zeit vielleicht reicht es, wenn ich einfach nur Tequatlehmer machen würde, aber ich müsste es regelmäßig machen. Achso, nein, ich benutze nicht OBS, ich benutze hier XSplit. Weil XSplit ist halt besser, irgendwie. Einige meinen, dass OBS von der Qualität besser wäre und das ist halt gratis. Aber XSplit hat einfach viele verschiedene Funktionen, weil zum Beispiel ich drücke einfach eine Taste und schon bin ich hier bei einem anderen Screen. Momentan hat aber der Pausenscreen leider keine Grafik. Ich hatte da eine, aber ich habe mich jetzt einfach schnell mal entschieden, dass ich streamen will. Und da müsste ich dann was Neues in Photoshop erstellen. Irgendwas Interessantes vielleicht. Aber ja, XSplit halt. Und deswegen habe ich auch gesagt, je nachdem wie die Zuschauerzahl wäre hier und wie das Interesse nach Livestreams wäre und ich vor allem auch zeitlich hinterherkomme, würde ich wahrscheinlich wieder mir so ein bis zwei Jahre XSplit wieder leisten. Und das kostet halt ein bisschen was. Und man kann sehr viel einstellen und sehr viel machen damit. Und ja. Mein Problem ist halt, dass erstens ich kein Twitch-Partner bin, leider. Und dann habe ich noch das Problem, dass dadurch, dass ich kein Twitch-Partner bin, die Leute nicht verschiedene Qualitätseinstellungen aussuchen können beim Stream, denke ich mal, oder? Es sollte eigentlich nur eine Qualitätsoption geben. Ja, zumindest ist es bei mir so. Und dadurch kann es halt laggy sein oder nicht laggy bei einigen Leuten. Und deswegen muss ich halt in einer bisschen niedrigeren Qualität streamen, sodass es halt nicht laggy ist. Hoffentlich. Ich meine, Frames haben wir, glaube ich, gar keine gedroppt. Nö, sehr schön. Keine Frames gedroppt. Und ja. Das wäre so irgendwie so meine kleine Streaming-Geschichte. Ja, wie schaut's mit den anderen Zusehern aus? Sind die online? Wollen sie ein bisschen Instanzen machen? Wenn ja, dann würde ich sagen, ihr habt bis 26 Zeit, also 2 Minuten, könnt euch einloggen und könnt mich anschreiben und dann können wir einfach hier mal Instanzen machen. Falls die Zeit nicht reicht, dann einfach dazu schreiben. Und ich soll ein bisschen aufpassen, hier haben wir das Vor-Event nicht gemacht. Ugh. Das heißt, ich müsste dann entweder auf einen anderen Server oder jemand anders müsste dann öffnen, sobald wir die Gruppe dann zusammen haben. Oder wir müssten das Event machen. Ist das Event am Laufen? Nicht ganz. Aber ja, einfach wie gesagt, in den nächsten 2 Minuten mich anschreiben, falls ihr mit wollt. Und dann sollte das passen. Dann kriegt er eine Einladung in die Gruppe. Ich habe eh schon öfter gesagt, ich mag nicht wirklich Instanzen, aber ich will endlich dieses blöde Video bzw. diese Mini-Reihe zu der aufgestiegenen Rüstung machen, damit wir das auch hinter uns haben. Es wird auf jeden Fall sehr viel Arbeit wieder sein, weil ich muss mir das Ganze ausrechnen, wie viel Materialien wir von was brauchen, dann halt das alles niederschreiben und einen schriftlichen Guide auf meinem Blog veröffentlichen und dann halt auch noch das Video machen und schauen, was ich halt upspeen muss, was nicht. Und ja, da wäre dann auch gleich ein Berufsguide mit dabei halt, wie man auf 500 kommt. Aber natürlich Rüstungsschmied, weil die anderen, mit denen lasse ich mir Zeit, wenn überhaupt. Ich spiele meistens eh nur meinen Krieger. Und die meisten Guides, die funktionieren eh gleich. Also mein Waffenschmied-Guide, der hat auch eigentlich funktioniert, nur halt natürlich nicht mit den exakten Mengenangaben, aber das Prinzip war dasselbe, bei den anderen Waffenherstellungsberufen. Weil es ist im Prinzip dasselbe. Einfach eine kurze Zeit, einfach Rohmaterial verarbeiten
Und dann mit diesen dann exotische Waffen entdecken und dann halt die aufgestiegenen Sachen bauen und dann wieder exotische Sachen entdecken und dann sollte man eigentlich schon bei 500 sein. So, ist auf dem Weg. Nein, das ist die andere, glaube ich. Okay. Also Skoyanza hat das geschrieben, der wäre dann dabei. Da müssen wir nur schauen, dass er dann online ist. Ist er gut, dann kriegt er einen Invite. Und die anderen haben sich bis jetzt nicht gemeldet. Das heißt, wir müssten dann mal gucken, was das LFG-Tool sagt. Oder wir würden uns einfach sehr geschickt auf mehrere Server verteilen. Das geht natürlich auch. Zu sehen, ob wir es dann öffnen können. So. Dann mal schauen. Beziehungsweise ich gehe eigentlich mal ins Lager und guck mal, ob da jemand da ist. Beziehungsweise, warte mal, Blastfire, ist es vielleicht sogar die Pre für die Pre mit dem anderen? Ich weiß es nicht. Ich weiß, ich kenne nur ungefähr den Namen, wenn ich ihn lese von dem Typen, der halt die Flammenzitadelle öffnet. Ja, sonst merke ich mir das nie. Wo hätten wir da? Dungeons, Zitadelle. Und ja. Interessant. Alles ausgegraut. Entweder gehen die so schnell auf und zu oder keine Ahnung, was los ist. Weil meistens schließe ich einfach auch Gruppen zusammen, weil ja, es einfacher ist. Nein, Blastfire macht doch was anderes. Okay. Sonst haben wir noch ein anderes Event, glaube ich. Ach so. Ja. Das mit dem Wagen ist eigentlich nicht so wichtig. So, hier schreiben wir Hi. Und ja, dann werde ich einfach mal die Gruppe reinschmeißen ins LFG-Tool. Weil, ja, niemand hat sich sonst noch gemeldet. Und anscheinend kann ich nicht einfach die Gruppen zusammenfügen. So. Also. Klammzitadelle, Weg 1. Gut. Dann können wir die Standarte auch wieder wechseln, denn brauchen wir nicht drin. Sollten wir zumindest nicht brauchen. Und das können wir dann auch ersetzen durch ein Banner. Wobei eigentlich kann ich das Banner posten dann auf später verschieben. Gruppe ist einigermaßen voll. Millersund und wieder weg. Und. Ah, okay. Was jetzt passiert eigentlich? Irgendwie haben wir da jemanden verloren, glaube ich. Das ist komisch. Schauen wir einfach mal nach in der Gilde, was los ist. Ich habe gemerkt, dass das Tool manchmal auch sowas macht, dass es einfach Leute rausschmeißt, die mit einem schon in der Gruppe waren. Ja, mir wurde sowieso ein Fehler angezeigt, dass ich halt TK 911 nicht einladen kann. Mal schauen, ob es jetzt geht. Ah, jetzt geht's, okay. Nein, also Soldat oder Berserker ist eigentlich total egal. Das ist eine Vierergruppe und wir sind eigentlich auch hier schon genug. Interessant, dass. Ich weiß nicht, was das Tool momentan macht. Ich meine, das Tool, das ist ja sowieso noch als Beta bezeichnet, von daher. Ja. Also, wie gesagt, das ist noch in der Beta und von daher, falls mal irgendwelche seltsamen Sachen passieren, dann ja.
liegt's halt daran. So, ein bisschen sammeln müssten wir, Events machen, ja. Ja. Das ist eigentlich nicht so wild für die Daily. Für die Daily haben wir sowieso bis 1 Uhr Zeit, von daher sollte das passen. Aber es ist wirklich die Frage, was momentan hier los ist. Anscheinend wollen die Leute nicht mehr die Flammenzitadelle machen. Oder sie haben genug. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich werde kurz mal nach einem anderen Server suchen, ob dort offen ist. Weil ich mache sowieso nicht großartig hier Farming von was auch immer. Von irgendwelchen Events. Millersund habe ich vorhin gelesen. Ich weiß nicht, Kodash vielleicht? Ja, gehen wir mal auf Kodash. Und gucken wir, ob es da dann geht. Und wenn auf Kodash auch zu ist, dann werde ich wahrscheinlich einfach einen englischsprachigen Server mal nehmen. So, hätten wir es auf... Ah, Raisin, genau, Raisin heißt der Typ. Okay, also auf dem Server ist off oder ist bald offen. So, dann schön begrüßen und Aurora Glade. Und was haben wir sonst noch hier? Also ein spanischer Server, ein englischer Server und sonst Deutsch. Okay. Das heißt, das Ganze ist ein bisschen international. Und dann werden wir mal gucken. Sollte dann hoffentlich maximal... Ist er alleine hergelaufen? Ah nein, gut. Sollte dann maximal wahrscheinlich so 6 Minuten dauern, bis das Ding offen ist. Wenn hier genug Leute da sind. Weil momentan sieht es ein bisschen mau aus. Weil wir haben hier nur eine Person, die das Event überhaupt gestartet hat und so weit gebracht hat. Das ist ja eigentlich kein Problem, nur dann die Brücke, die kann ein bisschen ätzender sein, vor allem mit dem blöden Champ. Macht echt viel Schaden, wenn man nur Berserker-Klamotten hat und ja, den meisten Schaden einsteckt. Wenn es den Champion da nicht gäbe, dann wäre es eigentlich nicht so problematisch. Raisin, was machst du? So, dann werden wir den hier wiederbeleben und dann soll's ja weitergehen. Hoffentlich. Ich meine, das erste Event, das werden wir hier jetzt dann abschließen, wenn er zur Brücke geht und sie quasi berührt. Und dann kommt halt das nächste Event, wo wir einfach den Platz dann halten müssen und verteidigen müssen. Ist halt immer wieder so, vor allem um die Uhrzeit, naja, eigentlich nicht um die Uhrzeit, aber gut. Wenn man relativ spät das Ganze versucht zu machen, die Pre-Events, dann ist es halt so, dass recht wenig Leute da sind. Erstens, dass recht wenig Leute überhaupt die Instanz machen wollen und dann zweitens halt wirklich auch so allgemein recht wenig Leute da sind. Wieso kann ich eigentlich meine Standarte nicht aufheben? Toller Bug. Oder ist ein Lag? Irgendwas ist nicht in Ordnung. Ich check zum Beispiel auf die 3. Ah, nichts passiert. Uh-oh. Stream, der scheint immer noch okay zu sein. Er läuft zumindest. Ich kann keine Fähigkeiten nutzen. Das heißt, ich müsste eigentlich einen Relog machen, glaube ich. Mal schauen, ob das dann reicht, aber ich bin wieder auf Dingens. Kodash, 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 wo bist du? Ja. Dann schauen wir mal.
So. Jetzt kann ich wenigstens wieder angreifen. Den Bug, den hatte ich noch nie. Zumindest kann ich mich nicht dran erinnern. Und ja. Ich weiß nicht, ob andere so einen Bug schon mal hatten, sie nicht angreifen konnten. Ich meine, dass ich mal die Waffe nicht wechseln konnte, die hatte ich. Also den Bug hatte ich sehr, sehr häufig, vor allem in der Flammenzitadelle. Das war immer sehr ätzend. Meistens halt, wenn man die Tür aufgemacht hat. Damals habe ich einfach in so einer. Oder wie kann man sagen? Eigentlich war ich bei so einer Säule halt. Hab die verteidigt. Hab dann, nachdem die Tür aufgegangen ist, natürlich dann zu meiner Zweitwaffe gewechselt, zu meinem Horn. Damit ich halt schnell dann zum Boss kann. Und was war? Das Ding, das ist dann stecken geblieben. Ich konnte dann nur mit meinem Schwert und meinem Kriegshorn kämpfen. Und nicht mit meinem Zweihänder, mit meinem Großschwert. Was immer sehr, sehr ätzend war. Es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann wieder wechseln konnte. Das Wechsel-Icon, das war einfach grau. Wobei, momentan könnt ihr es eh nicht sehen. So. Jetzt haben wir den Champion hier, der richtig ätzend ist. Ich weiß nicht, was der hier will, der blöde Champ. Oh oh. Das Feuer ist auch so ätzend. Oh. Das Problem ist, wenn ich jetzt nicht da drin stehen bleibe, wird das Ding gekappt. Oh nein. Oh nein, die kleinen Mistkerle hier. Die werden mich sicherlich jetzt umhauen, ja. Als ob ich es gewusst hätte. Und der eine blockt natürlich den Sichtrad des zweiten. Aber wenigstens können wir uns jetzt wieder heilen. Ah, Feuer. Was sonst? Ich komme mir manchmal vor wie ein Butterbrot. So, jetzt müssen wir wieder zusehen, dass wir vielleicht ein bisschen kiten. Und hoffentlich nicht umfallen. Während wir hier auf der Zweitwaffe sind und uns heilen können. Ich habe halt mein Gewehr noch an, weil, ja. Weswegen eigentlich? Weil ich vorhin. Oh. Wo liegt er? Da liegt er. Weil ich vorhin halt das benutzt habe, irgendwann. Wann war ich das jetzt mal online? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es halt genutzt für diverse Sachen, wo es praktischer ist, wenn man halt eine Fernkampfwaffe hat. So ist jetzt in der Gruppe eigentlich. Ah, crap. Jetzt könnte ich meine Immunität vertragen. Deswegen sage ich, also irgendwie zu zweit ist es recht mies. Zu dritt, zu viert vor allem geht es dann ziemlich gut. Aber die Heilung, die ist halt zumindest bei mir recht sehr beschränkt. Recht sehr, recht beschränkt. Dadurch, dass ich wirklich immer 30 Minuten, wollte ich schon sagen, 30 Sekunden warten muss. So. Liegt er schon wieder? Nein! Ah, fail. Toll.